Heiner, ich habe vorhin noch meinem Mann erzählt, hat mich von Anfang an extrem beeindruckt, damals, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Heiner war neugierig, guckte hinter jede Ecke und hat nicht nur einfach ein Gespräch geführt mit den Jugendlichen. Ich habe Heiner so stark in Erinnerung, weil er jemand war, der unheimlich offen war. Ohne die Menschen, die so offen waren und auch immer nicht nur für die eigene Arbeit Verantwortung übernommen haben, sondern auch fürs große Ganze und für die Entwicklung des Arbeitsfeldes Straßensozialarbeit insgesamt, für die Entwicklung des Trägers insgesamt, hätten wir diese Zeit eigentlich nicht gestalten können. Und wir waren oft auf irgendwelchen Konzerten, Hip-Hop-Veranstaltungen. Und da waren dann auch Weddinger Jugendliche und auch natürlich Heiner. Es gab oft Auseinandersetzungen. Und da habe ich mitgekriegt, dass man sich auf Heiner eigentlich blind verlassen kann. Wenn wir geschlichtet oder dazwischen gegangen sind, wusste ich immer, Heiner ist in der Nähe und mein Team. Und das fand ich sehr gut von ihm. Kurioserweise habe ich gerade jetzt diese Woche ein Buch in Druck gegeben. Eine Autobiografie von jemandem aus Wedding, der sich so früher so in der Gangszene bewegt hat. Der darin beschreibt, wie Anfang der 90er Jahre Heiner ihn quasi gerettet hat. Er wurde sogar richtig verletzt mit einem Messerstich und Heiner ist dazwischen gegangen. Solche Geschichten gibt es, glaube ich, viel von Heiner. Und ich glaube, die werden wir in 20 Jahren noch erzählen. Wie er mit den Jugendlichen, die waren ja nicht leicht. Ne? Ich denke da noch so an solche Jugendliche wie Buddy Murat, so ein Kerl wie ein Schrank, ne? Der ziemlich heftig immer drauf war. Aber sie haben Heiner einfach respektiert, ne? Als jemand, der ja zu dem viel Achtung haben. Aber man muss auch sagen, auch Heiner hat die Jugendlichen mit all deren so Problemen, die sie hatten und auch anderen Dingen, hat sie einfach auch respektiert und das haben sie mitgekriegt. Und das habe ich zu Anfang bei Heiner, weil ich hatte ja auch keine Arbeitserfahrung, was Straßensozialarbeit angeht, habe ich zwar vorher ein bisschen gemacht, aber nicht so viel. Und da fand ich das ganz spannend, wie Heiner das so rübergebracht hat, den Jugendlichen auch, ne? Was es heißt, sich nicht dauernd zu prügeln und nicht immer auf die Kleineren zu gehen oder Menschen einfach auf der Straße anzupöbeln. Und das fand ich ganz toll bei ihm. Heiner hatte einen totalen Stand bei den Jugendlichen. Einerseits natürlich durch das Boxen, also durch die Dinge, die er auch verkörpert hat, wo er auch die damaligen Szenegrößen kannte und so. Das hat natürlich was ausgemacht. Heiner war aber so jemand, der ehrlich und aufrichtig offen war. Wenn es vorurteilsfreie Menschen gibt, dann gehörte Heiner dazu. Heiner habe ich tatsächlich außerhalb von Streetwork erlebt und fand ihn immer einen sehr ja, authentischen Vertreter von Arbeit auf der Straße. Das war so, was ich immer kennengelernt habe von ihm. Er wusste halt, wovon er redet, mit welchen Leuten er auch arbeitet, hat eine klare Haltung dazu gehabt, was ich immer total super fand, dass er halt eben ja, sehr authentisch und sehr glaubwürdig auch die Adressatinnen, mit denen er gearbeitet hat, eben auch vertreten hat. Und man hatte deutlich den Eindruck, A, mit diesem Respekt, der Credibility, die halt eben jemand so, ne, der auf der Straße arbeitet, auch braucht. Und das hat er total verkörpert. 18 Jahre war ich, da kannst du ja fast 30 Jahre jetzt, ne? So lange kenne ich Heiner. Wenn ich so mich erinnere an die Rundgänge im Bezirk in Wedding mit Heiner, den Wedding, den ich ja nun mal gar nicht kannte, ich war in Köpenick, das waren ja zwei absolute Gegensätze, war das sehr spannend für mich, weil Heiner ein absolutes Standing im Wedding hatte und ich mich immer gefragt habe, meine Güte, nee, der kennt hier wirklich alles und jeden. Egal, wo jemand aus der Haustür rauskam oder aus irgendeinem Laden oder wie auch immer. Ach, hallo Heiner, hallo Heiner. Und wirklich von jung bis alt, alle Leute kannten Heiner. Und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Auch die Art und Weise, wie er mit den Jugendlichen gearbeitet hat. Er hat ja auch teilweise Generationen von Jugendlichen quasi an die Hand genommen und ein Stück im Leben begleitet sozusagen. Und ich glaube, das war auch für viele Jugendliche sehr prägend. Es gibt Leute, die überlegen und analysieren und gucken, besteht Gefahr, besteht keine Gefahr, wie spreche ich die Person an oder was mache ich, etc. Heiner war ein großer, starker Mann halt, ne? Auch also mit seinem Auftreten halt, ne? Und er war Boxer halt, ne? Wir haben Boxer zu ihm gesagt. Und das war so ein Typ, der hatte,
ich habe ihn nicht gesehen, dass er mal Angst hatte oder sowas. So, du kennst doch die Spielchen, so, man versucht ja den Sozialarbeiter so ein bisschen einzuschüchtern etc. Aber bei ihm und bei Mehmet, also da hat es nicht funktioniert. Ne? Und es gab ein Konzert damals in den Anfang der 90er. Die Bösen Onkels haben damals in der Hasenheide bei Huxleys da, ich weiß nicht, ob es das noch gibt als Huxleys, die Rollschuhe waren früher, da haben sie ein Konzert gegeben, ne? Und kurz davor waren ein paar rassistische Übergriffe etc. Und als wir gehört haben, dass sie da hinkommen, sind viele Leute halt dahin gegangen. Das waren tausende von Menschen, die da waren, die nicht wollten, dass dieses Konzert stattfindet. Und dann war natürlich die Polizei da, ein Aufgebot etc. Und wir haben uns, weil die Leute, die zum Konzert waren, also das waren so Skinheads und unter anderem auch rechte Leute, die haben ja die Masse gesehen und sind dann durch den Park gelaufen. Ne? Und wir waren ja besonders schlau und wollten die halt auflauern. Und dann haben wir uns, das war nachts halt, ne? Also du hast nichts gesehen, es war stockdunkel, ne? Und wollten uns auch ein bisschen von der Polizei verstecken. Dann haben wir uns da ein Versteck gesucht, ne? Also wir waren 10, 11 Leute, also so, ne? Und bereit auf alles sozusagen, ne? Also, und dann sehen wir so eine Schritte, erstmal hören wir, und dann sehen wir so eine Gestalt, ne? Und also ist ja alles dunkel. Und meine Jungs, also meine Kumpels, die dachten, dass das ein Kripo-Beamter ist und so, ne? Oder Polizei oder sowas, ne? Und haben den angemotzt, ne? Weil wir in der Überzahl waren. Also wir waren ja mehr, da war ja nur einer. Und der ist aber nicht weggegangen, ne? Der ist trotzdem auf uns zugekommen und so. Und ich dachte ja, ich bin besonders schlau, so, ne? Und sag, ey, hol mal deinen Kripo-Ausweis raus, ne? Weil wir wollten uns erstmal vergewissern, was das für ein Mensch ist. Den haben wir ja nicht erkannt. Also ich habe Heiner nicht erkannt, weil es so dunkel ist. Und dann holt dieser Typ Tatsache so eine Brieftasche raus und hält uns das so vors Gesicht und geht auf uns zu. Ne? Also total verrückt. Ne? Also da sind 10, 11 Leute. Und die Jungs stehen auf und wollten den attackieren. Dann im letzten Moment, habe ich, als Heiner geredet hat, habe ich verstanden, dass es Heiner ist. Dann meinte ich, ey Jungs, das ist Heiner, hört auf und sowas. Ne? Und dann hat er, der hat so ein eigenes Lächeln gehabt, Lachen gehabt halt, ne? Haben wir Shake Hands gemacht und so. Da meinte ich, was willst du hier? Du hättest jetzt auf die Fresse kriegen können, meinte er. Er sagte, nee, euch packe ich auch alleine. Weißt du, ich bin doch Boxer, ne? Und dann meinte ich so, was machst du denn hier? Warum bist du hier? Er meinte, ich bin hier, damit ihr keinen Blödsinn macht. So, damit ihr nicht irgendwas macht, was ihr später bereut. Er mochte die Jugendlichen. Und er wollte helfen. Das Geld fällt mir wahllos nach, eine Gangway war mal pleite. Also wir hatten das Geld nicht, um die Gehälter zu bezahlen. Und Heiner fragte nur, soll ich so lange auslegen? Nee, der hat das wirklich gemacht, weil er die Jugendlichen mochte. Ich fand ihn unheimlich toll und ich habe gern mit ihm gearbeitet. Heiner war die Person, die alles einfach auch erfüllte und mehr. Und der war präsent, 24 Stunden. War ein sehr angenehmer, muss ich mal sagen. Also kann man nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die ihn nicht gemocht haben. Also ich glaube, das Besondere war ja bei Heiner auch, dass der war eben überhaupt nicht perfekt, obwohl er so besonders war. Der hat Fehler gemacht und der hat auch zu seinen Fehlern gestanden. Und das hat ihn aber auch wiederum eben dann wieder so einzigartig gemacht, weil er eben auch mit diesen Fehlern so offen und so klar umgegangen ist. Ach, ich bin einfach total, total traurig, weil das ist einfach viel zu früh, dass jemand so geht. Weißt du, das war damals so, dass wir Jugendlichen oder Kinder mit Migrationshintergrund dieses Hilfesystem noch nicht so begriffen hatten, unsere Eltern auch nicht. Das bedeutet so, was ist Jugendamt, was ist eigentlich die soziale Arbeit, wo kann ich Hilfe beantragen etc. Unsere Eltern waren noch nicht so komplett integriert, dass wir genau wussten, wo man was bekommt, dass man Rechte hat und sowas. Und zum Beispiel durch Heiner und Mehmet haben wir das erstmal verstanden, dass wir mehr Rechte haben, als wir dachten. Und diese beiden Menschen, also insbesondere auch Heiner, also heute geht es ja um dich, Heiner, ich muss dir sagen, so auch als wir Kollegen waren, seit 1998,
ich danke dir für alles. Also auch im Namen der Jugendlichen im Wedding. Diese ganzen Banditen, die du ausgehalten hast. Du hast eine große Wirkung auf mich gehabt, eine positive Wirkung. Du hast mich geprägt, auch in meiner Jugend, als ein starker, großer Bruder, der uns beschützt, der aufpasst, dass wir keinen Mist machen, der uns geschätzt hat, der uns respektiert hat, der Sport gemacht hat, der nicht aufgegeben hat, der immer einen flotten Spruch hatte, der uns nie alleine gelassen hat. Und eins solltest du wissen, auch wenn du gerade nicht hier bist, wie heißt das so schön in Liverpool? You never walk alone, Heiner. Ich liebe dich, Bruder. Pass auf dich auf.